Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harz Medicine Hospital Heat. Ja, ich hoffe, ich werde so einigermaßen gut durch die Pathologie heute kommen, weil wir doch recht früh haben und ich noch nicht so ganz auf Spielen eingestellt bin. Aber ich habe leider heute nicht so viel Zeit, deswegen muss ich zwangsläufig jetzt damit anfangen. Deswegen würde ich sagen, um das Elend nicht länger zu verzögern, dass ich jetzt einfach mal direkt starte. So, reden wir darüber. Erinnere dich, was an dem Tag passiert ist. Okay, also ich denke mal, da muss ich nur jemanden anklicken. Ich muss an Oliver denken. So. Mach dir keine Sorgen, das ist nicht meine psychiatrische Beurteilung. Vor circa einem Jahr traten bei meiner Mutter erste Anzeichen einer Demenz auf. Ein Familienleiden, das ab dem gewissen Alter eintritt. Darum bin ich wieder in mein altes Elternhaus gezogen, um mich um sie zu kümmern. Meine Mutter und ich standen uns noch nie nah, aber jetzt konnten wir endlich eine Verbindung aufbauen. Durch ihre Demenz wurde sie viel sanfter und gutmütiger. Aber eines Tages habe ich mich wie jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit gemacht. Ich war sogar ziemlich aufgeregt, denn ich konnte zum ersten Mal unseren neuen Pathologieraum ausprobieren. Ah! So viele neue Geräte. Ich konnte es gar nicht erwarten, sie alle zu nutzen. Ah! Okay. Das heißt, wir spielen jetzt mit ihr. Das ist ja super. Ich merke übrigens, wie meine Stimme gerade ziemlich abbricht. Entschuldigt bitte, wie gesagt, wir haben jetzt noch sehr früh. Was haben wir denn? 350. Damit können wir quasi gar nichts holen. Naja, gut, okay. Das hier können wir holen. Das war, glaube ich, am Tresen, ja. Das ist jetzt die Frage, was jetzt wichtiger ist. Ich denke mal, das sind die für die Tische hier, glaube ich, gewesen. Die neue Leuchte sorgt dafür, dass die Tests auf dem Haupttisch schneller entwickelt werden. Hm. Ach so, die Tests auf... Ach so, das sind die hier, oder? Das ist dann hierfür. Dann würde ich sagen, dann sparen wir uns das auf jeden Fall noch und dann starten wir erstmal das Spiel. So, dich setzen wir schon mal hier dran. Und du kommst hier dran. Okay, das brauchen wir. Nee, das ist das Falsche. Das brauchen wir. Scheiße. So, das nehmen wir auch schon mal mit. Das geben wir dir mal ganz schnell. So, das geben wir dir. Dich setzen wir auch schon mal direkt dahin. Dich setzen wir da drauf. Einmal eine Blutprobe bitte. Eine Spritze. Zack. Für die gute Frau Oma. Ach, jetzt muss ich hier wieder neu machen, oder was? Kann ich hier nichts machen? Moment, Blutprobe, schnell, die Blutprobe. Schneller, schneller, zu ihm gehen. Doch, ich habe deine Blutprobe, mach hinne. So. Ich bin gerade nur ein bisschen verwirrt durch den einen hier. So, dich können wir schon wieder hinsetzen. Du kannst nach da, du kannst nach da. Und bei dir weiß ich immer noch nicht, was mit dir los ist. Dich ignoriere ich jetzt einfach. Okay. so, das Ding haben wir noch. Das geben wir mal direkt weiter. So. Sie sind gegen Fisch allergisch. Bitteschön, Dankeschön. Pinzette, Pinzette. Ah, wo ist die Pinzette? So, einmal da. Ich weiß gerade nicht. Achso, ah. Das Ziehen habe ich übersehen. Oh Gott, ich merke schon, es ist viel zu früh heute. Viel, viel, viel zu früh. Okay, du kannst mit daran gehen. Du kannst daran gehen. Euch kassiere ich mal eben schnell ab. Dich setze ich schon mal hier hin. Haben wir alle abkassiert? Ja. So, da schauen wir mal eben schnell. Wie viel haben wir? Zwei. Okay, dann brauchen wir dafür noch ein Klemmerchen. Da müssen wir noch schnell in Erinnerung schwelgen. Ja, ja, ist okay, mach weiter. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ich denke mal, dass das das ist, oder? Oh, ich vergesse das Ziehen immer wieder. Mann. Okay, es ist das. Ja, einmal da rein. Zack. Das will ich weghaben. So, zack. Euch kassiere ich mal eben schnell ab. Der Mann kann noch einen Moment warten. okay. Das. Ich muss erstmal gucken, wie viele das jetzt sind. Okay.
So, du kannst dich jetzt schon mal hier hinsetzen. Ja, du geh mal. Ich weiß ja nicht, was der Typ von mir wollte. Keine Ahnung. Egal, was ich gemacht habe und gesucht habe, der hat ja irgendwie alles. Ihm war ja alles egal. So, oh, ich habe vergessen, den einen Typen abzukassieren. Okay. Also, du, Stuhl, abkassieren. Du, Stuhl. Dann das. So. Bei dir gucken wir nochmal eben schnell. Da ist doch schon mal eins. Und. Ich wollte gerade sagen, da war doch gerade noch ein zweites. So, Pinzette haben wir. Das können wir mal schnell nebenbei machen. Zack. Da brauchen wir eins. Ach, das Ding ist jetzt wieder weggegangen. Och, das kotzt mich so an, ehrlich. So. Du kannst dahin. Ja, ich weiß, du bist jetzt traurig, aber dich werden wir direkt behandeln. So, euch kassiere ich nochmal eben schnell ab. Du gehst hier hin. Blut, nee, Blutprobe. Nein, brauchen wir nicht. Ach Gott. Ich weiß auch gar nicht. Man kann es auch, glaube ich, gar nicht abbrechen, wenn man einmal so weit ist. So, die beiden eben schnell kombinieren, bitte. Ja, du sollst es kombinieren. Komm, hopp. Ach, die Frau ist zu alt. Die versteht das nicht mehr. So, das und das kombinieren. So. Zack. Schnell abkassieren. Du dahin. Du. Achso, du wolltest gar nicht dahin. Genau. Ah, Hilfe. So, eine Blutprobe habe ich. Du kriegst die Blutprobe. So, das. Komm, schnell Erinnerungen. Ja, ist okay. Interessiert mich nicht. Kann ich eh nicht angucken. Geht mir hier zu schnell. So, das. Blutprobe. Komm. In der Zeit braucht er jemanden, der ihm das Ohr auspult hier. So, du kannst dich schon mal hinsetzen. Du kannst dich da hinsetzen. Blutprobe. Schnell. Dahin. So, das. Sie wollte das haben. Dann brauche ich noch mal eine Spritze, da wir gerade schon mal hier stehen. Zeckengräser und Birken und sowas, ne? Also ihr wisst schon Bescheid. Oh mein Gott. Wieso habe ich hier alles voll? Schmeiß das. Ach, das wollte ich aber nicht rausschmeißen, sondern das, wo ich drauf war. Erinnerungen kommen. Ja, Erinnerungen interessieren mich nicht. Ja, ich weiß, du willst deine Spritze haben. Mach inne. Hallo. Okay, er hat es nicht angenommen, keine Ahnung. Ich war zwar schneller als der Chefarzt, aber er wollte irgendwie nicht. Pinzette brauche ich noch. So. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier schon wieder drin ist. Das will ich weghaben, Leute. In der Zeit machen wir den mal eben schnell. Oh mein Gott, ich bin heute sowas von mies. Ah. So, dann kümmern wir sie nochmal eben schnell. So, bei Ihnen gucke ich auch nochmal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Schnell auffüllen. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber dass man ihn aufgefüllt hat. Oh mein Gott, war das mies. Ey, ich habe noch nicht mal die 2 Sterne bekommen. Warum eigentlich nicht? Sauerei. Wie, ich habe die Herausforderung nicht geschafft. Ich bin doch in allen Erinnerungen, habe ich doch geschwelgt. Oh, jetzt bin ich aber enttäuscht, ganz ehrlich. Also ich fahre erstmal fort. Ich werde das dann für mich nochmal wiederholen, wenn ich nicht ganz so müde bin. Oh. Oh je. Und ich sage Ihnen, Wachtmeister, das ist meine Tochter Ruth. Oh je. Ah, Ruth, sag ihm, dass du das bist, okay? Mama, was ist hier passiert? Diese Frau hat meine Tochter gekidnappt. Das ist passiert. Mama! Diese Frau ist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Ui. Und aus diesem Grund wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung verlegt. Das ist ja furchtbar. Das steht mir vielleicht jetzt nicht zu, aber. Das ist der Grund, warum ich mich so um dich und deine Mutter sorge. Du weißt nie, wie viel Zeit ihr beide noch zusammen habt. Wäre es okay, wenn wir über etwas anderes sprechen würden? Natürlich, Liebes. Heieiei. Ein richtig mieser Tag. Ja, den hatte ich gerade schon mal. Soll ich jetzt noch so einen bekommen?
Fülle 15 Artikel wieder auf. Okay. Das hört sich sehr stressig an, ehrlich gesagt. Ich kann mich nur wiederholen. Es tut mir so leid, Allison. Es ist nicht deine Schuld, Daniel. Nach all dem, was in letzter Zeit so passiert ist, war das jetzt auch keine Überraschung mehr. Victor, der dich rausschmeißen wollte, die ständig drohenden Akten, meine Mutter und mein Bruder, die sich beide nur für meine Organe interessieren. Was kommt als nächstes? Wir brennen hier alles in Grund und Asche? Okay. Na, es war. Ne, ich dachte, jetzt kommt er wieder rein. Oh je. Oh je, oh je. Nein, ich hab's noch nicht mal geschafft, die 500 zu kriegen. Jetzt bin ich aber echt enttäuscht. Oh Mann. Okay, dann spielen wir noch eine Runde. Ich bin gerade echt sauer. So, jetzt aber, konzentrier dich. Anfangs geht das ja auch noch. Zwei Stück brauchen wir da. Okay. Dich setzen wir dahin. Du gehst an den Tisch. Du willst das haben, okay? Das können wir auch direkt schon mal holen. Zack. Einmal das. So, einmal das. Zack, zack. Sie geht hier an den Tisch. Ich brauche ein Ohrstäbchen. Der geht da an den Tisch. Ja, ich habe ein Ohrstäbchen. Mach. So, du. Dahin. Blutprobe. Nimm das. Dahin. Man sollte auch die Blutprobe nehmen. Ja. Okay. Das, 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 das. 200 Millionen Dinger hier. So, das brauchen wir noch. Du gehst dahin. Du dahin. Das machen wir mal eben schnell. Dann kassieren wir ab. Ja? Ach so, wir müssen die auffüllen. Ich weiß nicht warum, aber ich achte mal darauf, dass es grün ist. So, dann kassieren wir hier schnell ab. Und hier haben wir beide Stempel, wollte ich gerade sagen. Beide Tests, die wir machen müssen. Und ich weiß, ich muss auffüllen. Ich weiß, ich weiß. So, schnell. Du gehst dahin. Du hast immer noch nicht aufgefüllt. Mädel, was machst du denn hier? Ja, komm, mach hin, ne? So. Das machen wir in der Zwischenzeit. Zack. Immer kurz abkassieren. So. Schnell die Spritze. Hoffentlich war es nicht gegen eine bestimmte Krankheit. Ich habe Oliver gesehen. Juhu. Das haben wir drauf. So, die setzen wir hin. Die setzen wir auch hin. Einmal ziehen, bitte. Blutprobe haben wir noch. Oh Gott, jetzt brauchen die beide diese Dinger. Wollt ihr mich denn veräppeln? Okay, das setzen wir schon mal auf. Das plus das. Dann nehmen wir das schnell, bevor das wieder weg ist. Und nochmal das plus das. Können wir gar nicht mehr machen. Mist, dann geben wir ihr das ganz schnell. So. Eine von beiden wird dann schon. Ihr könnt schon mal beide dahin gehen. So, die machen wir jetzt. Wieso ist da jetzt so viel drauf? Obwohl alles, was ich brauchte, habe ich da drauf gemacht und es dann benutzt. Ich verstehe es irgendwie nicht. Können wir dich auch hier hinstellen? Ich hoffe. So, das, das. Dich setzen wir schon mal rüber. Das machen wir auch an. Das können wir schon mal nehmen, ne? Das auch. Das nicht. Ach so, das haben wir schon. Oh mein Gott. Leute, ernsthaft. Ihr dann auch. So. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Da gucken wir nochmal schnell rein. Das nehmen wir dann aber jetzt für den nächsten Patienten wieder. So, zack. Dann der nächste. So, Spritze. Komm, zack, zack hier. Nicht so langsam, bitte. Einmal die Spritze. Einmal so, einmal so. Du kommst nach unten hin, du kommst nach dahin. Euch kassieren wir mal alle ganz schnell ab. So, Wiedersehen, schönen guten Tag noch. So, das, das. Das müssen wir hier hin machen, genau. Okay, hier auch nochmal schnell gucken. Dann nehmen wir da eins von. Der Mann sitzt schon so lange. Okay, das ist Testen, das ist kein Ergebnis. Nein, nein, was drücke ich denn? Ach, ich bin ja auch so dämlich. Mann, dann kassieren wir schnell ab. So, Wattestäbchen. Zack, du setzt dich schon mal dahin.
Du setzt dich dahin. Wir reden mal über die Ergebnisse. Tut mir leid, sie sind infiziert. Das als nächstes. Ja, das ist gut. Das müssen wir noch schnell nehmen. Dich kassiere meiner Zeit mal eben schnell ab. Das habe ich jetzt dummerweise aufgenommen, obwohl ich es gar nicht wollte. Das hat irgendwie zu lange gedauert anscheinend. Ja, kann ich es jetzt nehmen? Wenigstens kann ich es nehmen, immerhin. Oh, So, ah. der Arzt interessiert mich jetzt hier gerade am allerwenigsten, ehrlich gesagt. Auch wenn er mir, glaube ich, gerade alles am Vermiesen ist. So, das. Geh weg da. Die Pinzette haben wir noch. Ihr beide, ihr könnt schon mal dahin gehen. Die haben wir noch nicht. Die haben wir noch nicht. Schnell die Spritze. So, schnell. Keine Ahnung, was sie mit der Pinzette da rauspulen soll. Ihr geht dahin. Schnell abkassieren. Schnell auffüllen. Das ist ja meine Dings. Ja, ich weiß, ich weiß. Mit ihr können wir schon mal reden. So. Das. Ich habe keine Pinzette. Schnell, wir müssen dann Stuhl frei machen, Leute. Macht hinne. Die alte Dame möchte sich auch mal hinsetzen. So. Das. Schnell. So, das auch. Dame verreckt mir hier gleich. Oh Gott, das kann ja nichts werden, ey. Du auch schnell. So. Und schnell abkassieren. Ah, die muss auch noch mal woanders hin. Okay, was brauchen wir denn heute? Über die Blutergebnisse sprechen, glaube ich. Oder über den Test. Ich glaube, sie hat einen Test gemacht. Was auch immer. Okay, dann können wir dich noch mal schnell abkassieren und einmal tief durchatmen. Warum ich jetzt einmal mindestens hätte mehr auffüllen können, verstehe ich nicht. Weil mir das ja immer nur angezeigt worden ist und dann habe ich aufgefüllt. Vielleicht müsste ich zwischendurch machen. Das kann natürlich auch sein. Aber ich habe Oliver gefunden. Ist das nicht auch etwas wert, damit man sich freuen kann? Oje, oje, oje. Also, das wird heute wirklich eine totale Loserrunde. Ich merke das schon. Nee, doch besser nicht. Ja, so einfach kann das gehen. Ich würde sagen, dass wir mal ganz schnell die Bonusrunde machen. Minispiel, Wahnsinn 2. Weil ich ja nicht schon genug bestraft worden bin, weil das ja alles so schnell geht, machen wir die Bonusrunde. Räume groß ab, indem du so viele Minispiele wie möglich abschließt. Ach du Schande. Ach so, ohne Patienten, oder wie? Okay. So, da. Oh Gott, das ist jetzt höchste Konzentration hier, Hilfe. Einmal gegen Bäume allergisch, also gegen Pollen. Das. Ich will ja auch präzise sein, ne? Oh, das sind die Grünen wieder. Oh Gott, die Grünen, ja, danke. So, das. Einmal. Zweimal. Wo ist der dritte? Da. Das. Ich meine, so schlecht bin ich halt nicht da drin. Aber das Problem ist halt, ich weiß nicht, wie schnell man das jetzt hier drin machen muss, damit das dann auch wirklich gut ist. Oh Gott, ich habe jetzt schon Panik hier. So, das. Das sind die Grünen. Ich hatte schon wieder fast falsch geklickt hier. Okay, gegen Erdnüsse und gegen Gräser sind sie allergisch. Herzlichen Glückwunsch, dann wird es ein lustiges Leben. Ja, ich hab's geschafft. Oh, nach diesem ganzen Mist hier war das jetzt echt mal. Das hat mir jetzt gerade echt gut getan. Okay, was ist das hier für eine Akte? Die kriegen wir wahrscheinlich erst, wenn wir das hier frei haben. Hole 20 Schnellboni. Oh mein Gott, das kann nichts werden. Aber wir werden es natürlich trotzdem versuchen.
Es tut mir leid, Allison. Das muss für dich wie ein Überfall wirken. Aber Ryan ist zu mir gekommen. Ich denke wirklich, dass du ihn anhören solltest. Es tut mir leid, dass ich so wütend geworden bin, Allison. Aber es geht schließlich um meine Mama. Wenn ich sie verliere, dann habe ich niemanden mehr. Du bist eine Ärztin und du bist hier, um Menschen zu retten. Jetzt kannst du meine Mama retten. Und nach allem, was ich so höre, tust du immer alles für deine Patienten. Ja, aber sie ist ja nicht ihre Patientin. Kannst du sie nicht bitte für mich retten? Nicht für sie, nicht für dich, aber für mich? Ich brauche meine Mama, Allison. Okay, mein Wein ist jetzt nicht so gut. Solange wir uns darüber einig sind, dass ich das für dich tue. Juhu, im doppelten Sinne. Wir können uns die Lampen leisten. Ich wollte aber vorher noch mal kurz geguckt haben. Die Patienten gewinnen Herzen. Ja, aber ich weiß halt nicht, ob das dazu zählt, wenn die hier stehen. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir die Tests schneller entwickeln können. Und ich da nichts von mitkriege. Aber ich denke mal, das hängt hier mit diesem Tisch irgendwie zusammen. Ich weiß es nicht. Das werden wir hoffentlich jetzt rausfinden. So, guten Tag, der Herr. Sie sind noch alleine. Das ist schön. Da kann ich bessere Arbeit leisten. So, du kommst auch nach hier. Einmal das. Du gehst nach da. Einmal das. So, Pinzette. Du gehst nach da. Du nach da. Pinzette habe ich. Also nach da. So. Kurz über die Ergebnisse sprechen. Dann nehmen wir das Ding. Aber wenn die da sitzt, geht es irgendwie nicht so schnell weg, habe ich so das Gefühl. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, wo ich jetzt so wirklich Priorität drauflegen soll. So, schnell die Spritze. Kurz über die Ergebnisse sprechen. Dann die. Dann das. Dann die. Die haben ja noch volle Herzen. Ja, toll. Die Oma wollte ich jetzt eigentlich gerade nach unten bitten, dass sie nach unten gehen soll, aber dann eben nicht. So, schnell auffüllen. Einmal angucken. So. Schnell die Spritze geben. So, du kannst dich dann schon mal nach da setzen. Du kannst dich schon mal nach da setzen. Wir holen das Ohrstäbchen raus. Du hast weniger Herzen, also mal eben schnell hier gucken. So, die setzt sich dahin. Ich hoffe, die geht jetzt. Genau, dann kann sie sich nämlich dahin setzen. Bei ihm gucken wir jetzt noch mal eben ganz schnell. Ich glaube, er war auch schon recht weit unten, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist jetzt eine schnelle Behandlung. Es ist auch eine schnelle Behandlung. Sehr schön. Da müssen wir ja eigentlich drauf achten. Das ist ja das Problem. So, das, das, das. Ihr geht jetzt alle nach da. Zack. Abkassieren. Zack. 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 Das nehmen wir auch direkt mit. So. Einmal für dich. Einmal für dich. Ach so, nee, die Blutprobe. Das war jetzt natürlich Blödsinn. So, du gehst schon mal nach hier. Dich kassiere ich in der Zeit schon mal eben ab. So, das können wir auch. Aber das geht doch viel schneller, habe ich das Gefühl. Also ist da doch irgendwie was dran. Mit der Lampe. So, das machen wir jetzt auch mal eben schnell. Die hat jetzt schon schnelle Behandlung bekommen. Dann kriegt sie jetzt auch noch schnelle Behandlung hier von mir. So, ihr setzt euch dann schon mal dahin. Das machen wir auch noch mal schnell. So. Nehmen wir das auch mal eben kurz, dann sprechen wir mit dir. Das war jetzt eigentlich die falsche Reihenfolge. Also beziehungsweise wir sprechen nicht, aber wir kontrollieren das Ganze. So. Einmal das und einmal da. Blutprobe, Blutprobe. In der Zeit gucken wir mal ganz schnell hier nach. So, alles bestens. Zack. Blutprobe. So, kriegst eine Spritze. Du kannst dich schon mal da hinsetzen, du kannst dich da hinsetzen, du gehst dahin. In der Zeit kassiere ich euch hier ab. So. Alles gut. Du hast so wenig.
Das nehmen wir auch schon mal. So, die sind irgendwie beide gleich, aber ich glaube, bei ihr geht es ein bisschen schneller. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Du gehst schon mal dahin. Mit dir spreche ich mal darüber. So, das, das. Die will eine Blutprobe haben. In der Zeit spreche ich nur ganz schnell. Also kontrolliere ich das. Nicht spreche ich mit ihr so. So, du kriegst das mit der Blutprobe. Du gehst nach da. Du gehst nach da. Euch kassiere ich schnell ab. Du gehst nach da. So, da kann ich kurz drauf warten. Das kann ich aber schon mal nehmen hier. Zack. 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 Ach so. Muss ich füllen. Ich warte mal darauf, ob da nicht irgendwas grün wird. Das ist das Problem. Du gehst schon mal rüber, du gehst dahin, dich. Ich mache das immer falsch rum. Ich weiß, eigentlich müsste ich die anklicken. Und in der Zeit, wo die dann angeklickt sind, müsste ich dann eigentlich woanders hinlaufen. Aber okay. So, das, das, das. Du kannst dich schon mal dahin setzen. Da gucken wir, dass wir das eben kombinieren. So, damit der sich dann gleich hier hinsetzen kann, was er nicht kann, weil der Typ darüber muss. Okay. So schnell. Zack, zack, zack. So, du kannst dahin, du kannst auch dahin und euch kassiere ich jetzt mal eben schnell ab, bevor ihr hier alle. ja. So. So, ziehen. Oh, das und das. Du darfst auch schon mal hier hin. Das und das. Ja, ich bin noch dran, ich bin noch dran. So, so. Du dahin, du dahin. Das müssen wir noch eben aufheben. Du dahin. So. Schnell. Kontrollieren, kontrollieren. Nein! Warum jetzt gerade ein Minispiel? Ich wollte den Typ doch gerade rüberschicken. Mann! Das eben schnell. Zack. Einmal auffüllen, bitte. So. Abkassieren. Oh, mein Gott. Es waren aber nicht viele schnelle Behandlungen. Naja, gut. Okay, aber ich bin knapp unter den 3 Sternen gewesen. Das war immerhin auch schon mal was. Neue Episode ist freigeschaltet worden. Verbrennungsstation. Oh mein Gott. Du wirst mehr über die Geschichte des Krankenhauses an der Seite von John kennenlernen. Wenn du zu einem vorherigen Raum zurückgehst, kannst du zusätzliches Einkaufsgeld verdienen. Okay. Bist du bereit, Allison? Ach, der war John. Ich glaube nicht. Ach so, nein, er ist nicht John. Das ist der. Okay, verstehe. Die Infusion ist angeschlossen. Wir werden dich bald in den OP bringen. Ich bin mir nicht sicher. Ich war noch nie auf der anderen Seite bei einer Operation. Mach dir keine Sorgen. Du schaffst das. Du hast hier die einfache Rolle. Daniel, was machst du denn hier? Ich wollte nicht, dass du vor der OP alleine bist. Wir müssen jetzt beginnen. Es gibt noch eine Sache, über die wir reden müssen. Das muss warten. Wir müssen jetzt sofort in den OP. Mach dir keine Sorgen. Wir reden nach der OP. Hoffentlich werde ich bis dahin die Akten gefunden haben, die wir versteckt hatten. Sie sind ja wohl kaum von selbst hier herausspaziert. Oh. Ellie. Okay, du willst nicht darüber reden. Ich verstehe ja das schon. Ellie, erinnerst du dich überhaupt an das Feuer? Das Feuer? Du solltest dich langsam etwas schläfrig fühlen. Es gab ein Feuer? Du hast 2 Ballettklassen übersprungen. Du gleichst deiner Mutter anscheinend doch mehr, als du dachtest. Womit habe ich nur je so ein wunderbares Kind verdient? Ich bin nur wegen des Essens hier.
Wie wäre es mit etwas Arbeit als Gegenleistung für das Essen? Ich räume meine Sachen im Wohnzimmer auf. Gute Idee. Und in der Zwischenzeit bereite ich das Abendessen vor. Es gibt mein Lieblingsessen: Pfannkuchen mit brauner Butter und Blaubeeren. Juhu, dann beeile ich mich besser. Okay, finde all deine Sachen. Das sollte ja eigentlich ein leichtes sein. Ich denke mal, die Socken sind auch von mir. So, das soll man nicht aufräumen, nur unsere Sachen. Okay, da, da, da. Können wir auch noch rübergehen? Nee, können nur noch weiter drücken. Okay, Mama, hast du alles im Griff? Es riecht ein wenig verbrannt. Mama? Mama! Mama! Wir müssen hier raus, Mama! Bitte, Mama! Ach. Ja, und damit sind wir nun hinübergegangen zur Verbrennungsstation. Was wir ja alles erleben werden und was überhaupt eine Verbrennungsstation ist, das werden wir aber definitiv nicht mehr in der heutigen Folge ansehen, sondern darüber werden wir dann in der nächsten Folge ja, mehr herausfinden. Bis dann, ciao!